Na? So, sind wir mal ein bisschen geschützter hier. Was mache ich denn jetzt? Ich weiß es noch gar nicht, Jungs. Genau, ich könnte ja mal anfangen, mir Zäune zu bauen. Und das Haus wird irgendwann mal ausgebaut. Ich glaube, ich baue immer Stück für Stück, wird es da angebaut. So, Brot. Ah, ich muss gleich mal ein bisschen Ordnung in meinem Inventar schaffen. Ja. Nochmal kurze Erinnerung. Jawohl. Komm, sehr schön. So, 10 Zäune haben wir schon. Yay. Yay, es werden immer mehr. So, 32 Zäune haben wir. Das könnte für das erste Gehege reichen. Dann haben wir doch schon eine Kuh. Vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Ja, geil. Also. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Der Timer ist heute nicht so gut drauf. 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ja! Zählen 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Da fehlt noch eins. 12 und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Das sieht aber klein aus, das Gehege. Könnte ein bisschen größer sein. Machen wir das nochmal weg. Ja, ganz ruhig, ganz ruhig. Also es ist 12 lang, 13 für 15, 16, 3, 4, 5, 6. Guck mal, die kommen direkt, ich brauche gar nichts machen, dann kommen sie schon angelaufen. Moment, das gefällt mir nicht. Das sind jetzt 16, 17, 18, 19, 20. Hier könnte ich ja noch einen kleinen Hühnerstall hinbauen oder hier vorne ein Gehege. Das haben wir da alles. So. Glas. Sehr schön. Jetzt sieht das ja alles ein bisschen freundlich aus im Hause Stormberg. So. Zack, zack. Ach ne. Zack. Zack. Schade, das klappt nicht so ganz, wie ich wollte. So 9, 9, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. So, 58 Zäune. Ach, unten. Ah, schade. Ach ne, das klappt sogar noch. Moment. So.
Ja, was gibt's sonst so? Ne, keine Ahnung. Also ich baue jetzt hier erstmal den Hühnerstall. 5. 5, 2, 4, 5. So, damit mir die Hühner hier ja nicht weglaufen. Ein bisschen tiefer buddeln, weil Hühner ja springen oder fliegen oder was auch immer die da machen. Komm, da geht noch was, da geht noch was. So, das sieht doch sehr schön aus. Oder Jungs, da freust du dich doch. Das erste Huhn ist drin. Ah, noch nicht werfen. Hätte ich doch bloß noch ein Tor gebaut. Aber naja, das wird ja alles. Ah, ich sehe, es wird nicht. Nein, es reicht nicht. Ach du Scheiße, ja. Okay, das ist der Teil, den ihr kennt. Durch den Wind wie eh und je. Ach, komm schon. Oh, ist mein Huhn ausgebrochen? Schade, ich dachte, das hält hier drin. Oh. Wo ist denn hin? Ach ne, da ist es doch noch. Versteckt hat er sich. Ach ne, da ist er doch ausgebrochen. So, das Kuhgehege müsste reichen, ja. Aber bevor wir gleich wieder vom Monster überrumpelt werden. Du kannst nicht schlafen, das ist ein Monster in der Nähe. Oh mein Gott. Nochmal einen Schluck für die Gurgel getan. So ein paar Zäune gebaut und ab die Post. Da kann ich mitnehmen. Kann ich da noch ein paar Zäune bauen? Ja, wunderbar, das klappt doch. Zwölf. Zack, zack. So. So. Der Hühnerstall ist soweit auch fertig. Warte, das wäre jetzt prima, wenn ich das jetzt so reingelockt kriege. Na komm schon. Komm, Hühnchen. Komm. Na komm. Na komm. Okay. Dann nicht. Vielleicht haben wir Glück. Und es ist kein Ei. Kein Küken drin. Kein Ei. Nee, es war ein mysteriöser weißer Apfel. Wunderbar, hier das erste gedeiht schon. Samen. Na komm, teilweise jetzt, aber jetzt streng dich mal an. So, wen locke ich denn erst an? Da hinten haben wir ein Schwein. Eigentlich, wenn ich das hier so ein bisschen aufteile, reicht das doch schon. Das Weizen, Karotten, Kartoffeln. Sollte eigentlich reichen. Ansonsten ziehen wir hier noch ein paar lebenswichtige Bahnen.
Tut mir leid, Blume, du musst leider sterben. Ah, ja, geil. Sauber, ja. Ja, komm, ja, leg noch einen drauf. Alter Falter, was ist denn mit dem Timer los? So. Ich glaube, wir fangen nochmal an. Jetzt hat er noch einen Sprachfehler. Herzlich willkommen hier bei einem Let's Play von Minecraft. Bla 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 bla. Komm, das schaffst du. Streng dich an, Timer. Ganz ruhig. Dich beobachtet keiner. Ah, das klappt ja wie... Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Ach, und dann macht er den nächsten Fehler. So kennt man ihn doch. Aber das ist, glaube ich, echt eine Idee, nochmal ein paar Lines zu... Ach, Quatsch, jetzt ein paar Bahnen zu ziehen, ein paar Lines zu ziehen. Jo. Dieses Video ist für Zuschauer unter 18 Jahren nicht geeignet, oder was? Und für die Polizei und. Nein, natürlich nicht. Ich bin der Cleanste auf der Welt. Ach genau, noch ein paar Bahnen wollte ich ziehen. Ziehen wir nochmal 1, 2, 3. So, eben schnell die Bahnen gezogen. Ach, da fehlt noch was Wasser. Ah, da komme ich gleich zu. Zack. Wie am Schnürchen. So, haben wir das da auch erledigt. Dann haben wir hier so unsere kleine Farm. Habe ich zufällig meinen Eimer nicht dabei? Wusste ich's. Habe ich noch eine Axt? Ach ja, ich habe ja eben schön ein paar Äxte gebaut. Hättest du den Baum nicht noch machen können? Heutzutage gibt alles zu schnell den Geist auf. So, weiter geht die wilde Fahrt. Eben wo ich alles übersprungen habe, habe ich so einen Mini-Trick gefunden. Den werde ich euch gleich vorführen. Raphaels Trick... Taivas Trickkiste. Raphael, wer ist das denn? Hab nie gehört den Namen. Oh. Aber ich würde sagen, wir machen auch gleich mal ein kleines Päuschen. Aber das hier will ich eben fertig machen. So, also hier die Baustelle haben wir. Hier will ich jetzt gleich mal ein paar Tiere reinlocken. Aber die Frage ist... Ah, das müsste groß genug sein. So, ein bisschen Weizen zum Locken. Ah, Schafe brauche ich jetzt eigentlich nicht. Schweinchen wären ganz süß und lieb und nett. Ich mag Schweinchen. Sowohl als auch. Da hinten haben wir doch schon unseren ersten Kandidaten. Das ist ein Schwein. Boah, hier ist das männliche Schwein. Ach, reagieren die gar nicht mehr auf Weizen? Stimmt, da war ja was. Weil Schafe reagieren auch drauf, ne? Die mögen das. Ja, wunderbar, du magst das. Dich will ich aber nicht. Okay, dann hoffe ich mal, dass ich hier Kühe finde. Ah geil, soweit hatte ich jetzt eigentlich nicht vor. Aber stimmt, man braucht Karotten für die Schweine, da war ja was. Nee, ich will keine Schafe. Momentan nicht. Ja. Wie machen wir das denn jetzt am besten? Oh, häng fest, Hilfe! Alter, wie viel Schafe haben wir denn hier? Ich brauche sowieso... Aua.
Ja, danke für dein Mitleid. Trotzdem kommst du nicht in mein Gehege. Ach, hier, guck mal, hier das kleine Hühnchen. Das kommt doch mit. Ach, da hinten haben wir schon Kakaobohnen. Komm mit, Hühnchen. Okay, Fakt ist, ich muss mich informieren, wie man die Tiere jetzt anlockt. Das ist ja halt kein zu großer Akt. Jetzt kommst du doch mit, oder was? Auf jeden Fall, die Gehege haben wir, ein Häuschen haben wir, wir haben für Essen gesorgt. Also die Gehege haben wir, aber ein Gehege haben wir schon mal. Viel geschafft haben wir leider nicht. Das ist aber dementsprechend, denke ich mal, kein Problem. Mal eben hier. Ach, das klappt bestimmt. So. So. Na komm, Taiba. Das schaffst du auch noch. So. Ah, wunderbar. Das Springen hat er drauf. Genau, dann müssen wir hier die Bahn noch ziehen. Hier noch mit Wasser befüllen. Kakaobohnen wollte ich jetzt eigentlich nicht extra anbauen, da wir ja da hinten einen Dschungel haben, wo wir sowieso das ganze schöne Zeug haben. Deswegen weiß ich jetzt nicht, ob ich das nicht nur ein bisschen schön verschönern will. Weil rein theoretisch brauchen wir es ja nun wirklich nicht. Ein Baumhaus zu bauen wäre mal vielleicht ganz nett. So über den Wolken mäßig. Oder über den Bäumen. Ja, das war's dann auch schon wieder mit einer weiteren Folge Minecraft. Ich hoffe, sie hat euch gefallen und wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Haut rein, ciao.